Ja, hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Heute soll es gehen um den Sturm aufs Kapitol, den sogenannten, um den Corona-Test-Irrsinn und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, um die Gurkentruppe, die sich Freie Wähler nennt. Jetzt zum Sturm aufs Kapitol. Ja, also wir wissen alle, was geschehen ist. Es gab am 6.1. eine Demonstration von Trump-Anhängern und nach dieser Demonstration sind einige Demonstranten in das Kapitol eingedrungen, dabei kam es zu Sachbeschädigungen und es kam im Zusammenhang mit diesen Ereignissen auch zu 5 Toten. Das ist nicht zu entschuldigen, das war ein schwerer Fehler und wie schwer der Fehler war, sieht man daran, wie jetzt die linksliberale Presse darauf reagiert, wie die Mainstream-Presse darauf reagiert. Die haben nur auf so etwas gewartet und haben diese Ereignisse begierig aufgegriffen und mehr daraus gemacht, als es tatsächlich war. Also ich will es nicht verharmlosen, das ist nicht zu entschulden, es geht nicht, was die Anhänger von Donald Trump, so sehr wir Trumps Anliegen teilen, was sie getan haben, geht nicht. Aber es war auch nicht dieser beinahe Putsch, den man draus gemacht hat. Ja, also zu keiner Zeit war die staatliche Ordnung in den USA in Gefahr. Da herrschte ein paar Stunden Unordnung im Kapitol und danach war der Spuk vorbei. Aber es wurde der linksliberalen Presse eben diese Steilvorlage geliefert, auf die sie gewartet haben. Und danach begann also die Hetze. Und als Beispiel dafür will ich jetzt zitieren den Kommentar von Markus Decker, also der Unsympath vom Dienst. Der hat in der Ausgabe Dienstag, 12. Januar 2021, der MZ auf Seite 6, er sich damit auseinandergesetzt. Sturm aufs Kapitol ist Warnung. Und er nutzt jetzt die Ereignisse in den USA, er missbraucht diese Ereignisse in schamloser Weise, um über die AfD herzuziehen. Zuerst beginnt er damit, dass er jetzt eine Parallele herstellt zwischen dem, was in Washington passiert ist und dem sogenannten Sturm auf den Reichstag, der noch viel weniger ein Sturm war als das, was im Kapitol passiert ist. Also das sind einfach ein paar, wir wissen es, vorgedrungen auf die Treppen vor dem Reichstag und haben sich gefreut und ihre Fahnen geschwenkt. Das war's, ja. Das war gar nichts. Eigentlich nicht einmal eine Meldung wert, aber das wurde auch hochgeschrieben zum beinahe Putsch. Und von da kommt er dann zur AfD, die er unverschämterweise nebenbei als politischen Arm des Rechtsextremismus bezeichnet. Und danach kommt er dann, und das ist sein eigentliches Ziel, dazu, dass ein Drittel der Deutschen für Verschwörungstheorien empfänglich ist. Das ist das Problem aus seiner Sicht. Bürger, die sich aufhetzen lassen, haben wir genügend. Er schätzt dieses Potenzial bei ungefähr einem Drittel ein. Gut, das mag sein. Und dann kommt er zum Schluss. Die Demokraten müssen sich dagegen wappnen. Also dieses Drittel, die für Verschwörungstheorien empfänglich sind, die müssen bekämpft werden. Was heißt das jetzt für Verschwörungstheorien empfänglich aus dem Munde des Markus Decker, wenn wir das jetzt übersetzen in normales Deutsch? Für Verschwörungstheorien empfänglich heißt, das sind Bürger, die selbst nachdenken. Das sind Bürger, die sich nicht mehr hiervon einlullen lassen, die sich eine Meinung bilden und die deshalb gefährlich sind für das Establishment, die gefährlich sind für die Herrschaft dieser Herren, für das Kartell aus Altparteien und Medien und die deshalb natürlich bekämpft werden müssen und die das aber auch wissen müssen. Und deshalb ist für uns, denn ich rechne mich zu diesem Milieu, für uns ist deshalb Disziplin die erste Pflicht. Wir dürfen nicht mehr die Nerven verlieren. So etwas wie in Washington darf nie wieder vorkommen. Es darf in Deutschland nicht vorkommen, denn sie warten nur darauf. Sie warten nur darauf. Also Disziplin ist die erste Bürgerpflicht. Geben wir ihnen keinen Anlass, gegen uns zu hetzen. Damit tun wir ihnen am meisten weh. So, bleiben wir also schön sachlich
und ja, Vertrauen auf die Macht des besseren Arguments. Diese Macht ist auf unserer Seite. So, jetzt zum nächsten Thema: Corona-Test. Irrsinn. Ausgabe Freitag, 15. Januar 2021. Testen und schützen, Hagen-Eichler. Also es geht darum, dass in Südsachsen-Anhalt, also da, wo ich jetzt zurzeit sitze, die Testwerte durch die Decke gehen. Dieser magische 7-Tage-Inzidenzwert, der hat jetzt im Saalekreis so fast 500, fast die Marke 500 erreicht. Wenn man die Karten sieht, auf denen sozusagen die Ausbreitung des Virus dargestellt wird, dann sind das tiefrote Gegenden, also nahe am Weltuntergang, ja. Ich merke nur nichts davon, es merkt niemand was davon. Das Einzige, was ich bislang davon gemerkt habe, ist, dass heute ein Parteifreund, den hat es erwischt, den armen Kerl, also der ist nicht krank geworden, er ist getestet worden und positiv, völlig symptomlos, spürt gar nichts, aber muss jetzt in Quarantäne. Wie dem auch sei, Hagen-Eichler schürt die Panik. Der Vormarsch des Coronavirus in Sachsen-Anhalt ist beängstigend. Also beängstigend daran ist nur, was die Presse daraus macht, aber egal. Und dann empfiehlt er ein Gegenmittel. Was tun wir dagegen, dass dieses Virus sich ausbreitet? Ich zitiere ihn: Ein erprobtes Instrument steht zur Verfügung, der Massentest. Aha. Also, was hilft denn der Test gegen die Ausbreitung? Ein Test dokumentiert doch nur, also wenn er sozusagen zutrifft und nicht kein Fehltest ist, ja, wir wissen, die Tests, ja, die stimmen auch oft nicht, egal, nehmen wir an, der Test ist richtig und dann dokumentiert er, der hat sich angesteckt, aber der Test kann doch die Ausbreitung nicht verhindern. Im Gegenteil, wenn man viel testet, dann bekommt man auch viele Positivergebnisse, vielleicht auch falsch Positivergebnisse, aber dann entsteht nämlich genau der Eindruck, der hier jetzt Anlass sein soll für noch mehr Tests. Also man merkt, das ist so ein kleiner Zirkel, in dem Hagen-Eichler gefangen ist. Er denkt sich so, dass die Getesteten, dann die positiv Getesteten in Quarantäne geschickt werden können und damit kann man dann die Ausbreitung des Virus eindämmen. Ja, das funktioniert nur nicht. Also selbst wenn wir uns jetzt einlassen auf sein Modell, funktioniert das nicht, weil man nie genug testen kann, um tatsächlich die Ausbreitung zu hemmen. Also bei dem Massentest in Magdeburg, den er hier erwähnt, da wurden 3000 Personen getestet, etwas mehr als 1% der Magdeburger Bevölkerung. Und wenn von diesem 1%, also ein Bruchteil positiv getestet wird und der dann in Quarantäne muss, erreicht man doch gar nichts, weil von den 99% nicht Getesteten alle Corona-Positiven frei herumlaufen und so viele zu testen, dass das Virus eingedämmt werden kann, die Ausbreitung, das schafft man nicht. Also was erreicht man? Man piesackt einfach nur sinnlos ein paar Bürger. Außerdem wissen wir alle, dieses Virus ist nicht so gefährlich, wie es dargestellt wird. Es ist die leichteste Pandemie der letzten 2000 Jahre. Unser ganzer Irrsinn wäre nicht nötig. Gut, so viel zu dem Schwachsinn des Hagen-Eichler. Und jetzt noch kurz zu der Gurkentruppe im Saalekreis, die Freien Wähler. Die ist nämlich auch angesteckt vom Coronavirus. Die rebellieren jetzt nämlich dagegen, dass ihre Landesführung einen Parteitag in Stendal durchführen will. Und da hat sich der Kreisvorsitzende aus dem Saalekreis zusammen mit 5 anderen verständigt und sie haben einen offenen Brief an ihre eigene Landesführung gerichtet und das kritisiert. Es geht nicht wegen den Corona-Infektionen, wir können keinen Parteitag machen, sagen sie. Das ist doppelt blöd. Einmal, weil sie damit keine Opposition liefern, sondern die herrschende Corona-Panik weiter befeuern und also zeigen, dass es eine Technokratentruppe ist. Außerdem ist es querulantisch, denn so greift man den eigenen Landesvorstand nicht an. Und damit zeigen sie einmal mehr, dass sie unwählbar sind. Eine Technokraten- und Querulantentruppe. Bei der letzten Landtagswahl haben sie 2,1% geholt. In Sachsen-Anhalt 2,1 verschenkte Prozent. Ich hoffe, diesmal werden es weniger. In dem Sinne bin ich am Ende für heute. Ich wünsche noch einen schönen Rest. Sonntag bis nächste Woche. Macht's gut.